Hallo und willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Heute ist Montag. Ja, Montag der 12. oder so, ich glaube der 12. Und ich habe schon den anderen Wochenvlog geschnitten. Ich habe schon ein anderes Video gedreht, also ich war schon fleißig. Obwohl der Kleine heute ein bisschen ölig ist, aber ich habe es bis jetzt hingekriegt. Der Hund kommt wieder an, wenn man ihn nicht gebrauchen kann. So, und jetzt kam gerade, ich habe das erste Mal in unserem Spengel, gibt es jetzt nämlich einen Lieferservice vom, in unserem Rewe, in Spengel, gibt es einen Lieferservice und von Rewe, genau, Gott, ich sag alles 10 Mal, ne? Bin ein bisschen bescheuert gerade, noch ein bisschen verwirrt. Genau, und ich habe mir ein paar Sachen liefern lassen, weil ich wollte es einfach ausprobieren, weil gerade mit kleinem Kind ist es halt nicht ganz so geil, in 100 verschiedene Läden zu rennen. Und ja, ich meine, ich gehe heute trotzdem noch einkaufen, so ist es nicht, mit meinem Mann nach oder vielleicht auch zwischendurch, ich weiß es noch nicht. Aber für Getränke finde ich es vor allem praktisch. Ich habe mir einen 6er Träger Volvic auf jeden Fall liefern lassen, was sehr, sehr gut war. Und hiervon habe ich mir eine ganze Kiste bestellt. Genau, weil Getränke, da muss man das nicht selber schleppen, Alter. Ich habe sie einfach bis zur Tür bekommen, das ist richtig gut. Und jetzt mache ich einmal schnell die Sachen, die schnell in Tiefkühler müssen. Und der Hund hat sich gerade selber geöffnet und jetzt hört man gleich wieder die Autos. Deswegen mache ich noch schnell die Tür zu. So, wie gesagt, wir fangen jetzt mit der ersten Tasche mal an. Da durfte einmal Blätterteig mit. Weiß ich noch nicht genau, was ich damit machen werde. Vielleicht werde ich darin irgendwie was mit Schafskäse oder so einrollen. Sowas finde ich ganz lecker. Das mit. Dann habe ich, auch so ein paar Sachen einfach für einen Tiefkühler gekauft, die man so einfach auf Vorrat hat dann. Also ich habe da jetzt nichts Spezielles, was ich jetzt damit essen werde, aber irgendwann werde ich es benutzen. Habe ich einmal Apfelrotkohl. Sehr lecker. Dann, was ich sehr gut finde, Edamame. Und zwar noch in der Hülle, sage ich mal. Die möchte ich natürlich einfach kochen und dann mit Salz, Meersalz bestreuen. Also richtig lecker, wenn wir mal Sushi wieder machen. Eine kleine Sünde, Mini-Donuts, finde ich super lecker. Macarons wollte ich einmal die testen, ob die geil sind. Und was ich unbedingt testen wollte, ich weiß gar nicht, ob ich noch ein zweites mitbestellt hatte oder ob ich es doch erstmal gelassen habe bei dem einen hier, ist Melzer und Fu, und zwar von Tim Melzer. Franzbrötchen-Eis möchte ich sehr gerne einmal testen, da bin ich sehr gespannt drauf. Also freue ich mich. Genau, das war die erste Tüte. Das sind übrigens, also ich konnte mir das jetzt liefern lassen, musste dafür tatsächlich jetzt gar nichts bezahlen. Das war ganz lustig, weil eigentlich stand da dienstags ist das umsonst. Aber heute ist Montag und irgendwie konnte ich alles gratis auswählen. Ist vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr so, vielleicht nur bei der ersten Bestellung. Genau, und das sind zum Beispiel Pfandtaschen. Ich musste pro Tasche, weiß ich gar nicht, 5 Euro oder irgendwas anderes bezahlen. Die kann ich beim nächsten Mal, wenn ich bestelle, wieder abgeben. Und kriege dann dementsprechend Geld wieder oder neue Taschen. Noch ein Eis, und zwar von Rewe, Bestwahl Cookie Dough. Wenn ich mal wieder Lillet trinke, falls ich wieder Lillet trinken kann, also Lillet Whiteberry, weil nach der Schwangerschaft habe ich das nicht mehr vertragen. Irgendwie, ich probiere es jetzt bald nochmal, vielleicht geht es inzwischen wieder. Ich bin da von komplett rot geworden und hatte Hitze und Ausschlag und ganz komisch. Aber dafür Beeren, weil die sind bei mir leer. Dann habe ich noch einfach so ein Gericht hier mal mitgenommen, weil es mich einfach interessiert. Und wenn man halt, wie gesagt, keine Zeit hat zu kochen, ich koche meistens, aber es gibt immer mal die Tage. Cannelloni für Käse. Dann habe ich Buttergemüse noch mitgenommen, oder was heißt mitgenommen, bestellt. Einmal die Split-Nachmache, sag ich mal, also günstig von ja. Das Kinder Bueno Eis, das war im Angebot, deswegen finde ich das auch ganz geil mit diesem Rewe-Service, weil ich kann direkt die Angebote sehen und alles, was im Angebot ist, einfach in den Warenkorb packen. Also nicht alles, aber alles, was mich interessiert. Und das würde ich ganz gerne mal testen. Dann habe ich noch Omochi mitgenommen, Spaghetti-Eis, Mochis. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, ob das alles im Tiefkühler passt. Wir werden gleich sehen, vor allem, wenn ich nachher noch einkaufe. Okay.
Weil ich habe letztens erst ein bisschen Eis eingekauft, von daher, ich kriege das schnell. Dann habe ich Onion Rings, auch geil. Also ich weiß nicht, ob die geil sind, aber an sich finde ich das cool. Und noch so ein Gericht, das ist dann eher für meinen Mann, Macaroni-Auflauf. So, das sind alles tiefgekühlte Sachen, die packe ich jetzt erst weg und dann geht's weiter. So, wenn ihr meinen kleinen Schmatzen hört, der ist eben auch gewacht. Ich habe ihn jetzt hier mal hergeholt. Der nuckelt gerade in seinem Schnulli rum. Ich habe noch Prinzessbohnen. Dazu habe ich gleich noch was anderes, werdet ihr sehen. Dann, was auch im Angebot war, war Bratpaprika, also Pimientos. Die finde ich persönlich super, super lecker. Einfach angebraten mit schön Meersalz drüber. Sehr lecker. Dann habe ich einmal hier Eier aus der Region gekauft. 10 Stück, kann man immer da haben. Kinder Crunchy Cookies. Kinderriegel Big Pack. Einmal Orangina. Dann habe ich hier ein paar Sachen schon fürs Baby. Keine Ahnung, das hält sich ja sehr, sehr lange. Also es hält sich hier zum Beispiel bis 2025. Hey! Kleiner Mann, hallo! Kleine Schatz, hi! Ist alles gut bei dir? Ja. Also wie gesagt, das hält sich ein bisschen, das steht ab 5. Monat. Er wird ja jetzt bald schon 3 Monate. Und genau, am 5. Monat würde ich dann auch gerne damit starten, wenn das alles klappt. Aber ich gehe davon aus, weil er irgendwie in allem sehr früh ist. Also er konnte schon im Krankenhaus sein Köpfchen halten. Zwar noch nicht perfekt, aber inzwischen ist das sehr, sehr gut. er kriegt jetzt schon Zähne. Und heute hat er sich in der Nacht 2-mal auf den Bauch gedreht. Also das kriegt er jetzt auch schon hin. Und wie gesagt, es wird jetzt bald erst noch 3 Monate. Ganz kurz, das ist hier von Hip, der Gute Nacht ohne Zuckerzusatz, grießfrei pur. Und das heißt nicht, dass ich nicht für ihn kochen werde, das werde ich auch tun, aber sowas da zu haben, ist glaube ich nicht schlecht. Der Kleine ist momentan so ein bisschen am Meckern, weil, wie gesagt, er kriegt gerade Zähne. Und ja, ist da nicht ganz so gut zufrieden. Und das Problem ist, ich habe ja solche Kühlteile. Meine Freundin hat mir auch noch eins geschenkt, ich hatte aber schon eins da. Aber ist ja gut, dass man 2 hat, dann kann man mal eins gerade im Kühlschrank haben. Also diese Beißteile, die man halt kühl machen kann. Nur kann er die ja noch nicht halten, weil er so früh jetzt mit den Zähnen ist. Das ist das Problem. Ist halt praktischer, wenn er selbst so ein bisschen greifen kann und sich das in den Mund stecken kann. Aber das kann er ja noch nicht. Von daher ist das nicht ganz optimal. Ja, aber er ist wie gesagt so ein bisschen meckerig deswegen. Ne, will ein bisschen bei Mami sein. Ja, mal gucken, ob ich euch das mit ihm zusammen zeigen kann. Ne, Kleine? Noch eins von Hip, Frucht und Getreide, Birne, Bananen, Zwieback. Ja, wenn du das erstmal alles essen kannst, ne? Wenn du das alles erstmal essen kannst. Dann Baby Vita, Abendbrei, Grieß Vanille habe ich mitgenommen. Also, ich sag mal mitgenommen, ne? Bestellt, Leute, bestellt. Also, ihr seht, sein Köpfchen hält er ziemlich gut. Ich muss er eigentlich nicht mehr unterstützen, das kann er. Es sei denn, er ist super müde, dann kann das nicht mehr so gut. Dann habe ich noch von Hip Wildlachs-Zubereitung mit Gemüse. Mein kleiner Mann. Ja, mein kleiner Mann. Gemüsereis mit Biohühnchen. Also ich freue mich, wie gesagt, auch schon selber, wenn ich da was kochen kann für ihn. Aber wenn man mal keine Zeit hat oder schnell gehen muss, so zum Mitnehmen nochmal Bio-Rindfleisch-Zubereitung. Und Pflaume in Birne. Ich bin so gespannt, wie das wird, wenn du das isst. Ich bin ja so gespannt. Ich bin ja so gespannt, mein kleiner Schatz. Ach, der ist so süß, Leute. Der ist so süß. Wirklich. So. Dann haben wir hier drin noch Fanta. Und also da bin ich einfach so froh, dass ich das nicht selber schleppen muss, Leute. Wisst ihr? Also wie gesagt, ich gehe heute noch einkaufen, aber dann muss ich sowas Schweres nicht mehr kaufen. Dann habe ich Sprite. Alles so ein bisschen vorratsmäßig. Es ist jetzt auch nicht so, dass das ständig hier gekauft wird, aber mal gerade im Sommer finde ich so eine coole Sprite oder so. Ist halt auch wirklich lecker. Genau, weiter geht's.
Zu den Bohnen vorhin. Ist es das dafür? Ja, Bacon. Einmal mitgekommen. Dann habe ich zum Kochen, der war auch im Angebot, Bauchspeck zum Garen. Ist sonst immer super teuer. Und der war, wie gesagt, im Angebot. Dann habe ich hier Kirschblüte, Eistee. Wollte ich einfach mal testen und sieht schön aus. Na, versuchst du mir in die Haare zu greifen, mein kleiner Stinker? Versuchst du das? Dann habe ich hier noch so Snackmöhren, wenn ich zum Beispiel gerade ein Video schneide oder so, dass ich mal ein bisschen was Gesundes snacken kann und nicht nur hier Kinderriegel und so. Das war die Tüte und eine Tüte haben wir noch. Ne, haben wir noch eine Tüte, mein Schatz? Haben wir noch eine Tüte? Die ist aber schwer. Huiuiui, was ist denn da drin? Mit Zielreinigungstabs habe ich immer da. Ich werde angerufen. Aber aus Frankreich. Ich denke nicht, dass ich da rangehe. Was sollte das schon sein? Dann WC-Blauspüler. Finde ich immer cool, wenn das Wasser blau ist. Dann habe ich Schweppes Whiteberry mitgenommen. Noch mehr Gläschen. Reine Bio-Karotten. Kürbis mit Kartoffeln und Bio-Rind. Karotten mit Kartoffeln. Ah, er zieht in mein Haar. Oh. Dann habe ich hier noch 100% Bio-Direktsaft, milder Apfel. Ich habe kurz nochmal versucht, ihn in den Kinderwagen zu legen. Sonst ist er wirklich so gut zufriedenzustellen, aber jetzt mit den Zähnchen ist er... Also heute ist er ein bisschen quengelig. Naja, ist vollkommen in Ordnung. Bananen und Pfirsich in Apfel. Abendbrei, Grieß, Banane, Apfel. Erdbeere, Himbeere in Apfel. Spaghetti Bolognese. Biosaft Mineral. Nicht doch Biosaft plus Mineralwasser, so. Ohne Zuckerzusatz. Einfach zum Testen. Wie gesagt, das ist jetzt fast noch ein Jahr haltbar. Also, das kann ich auf jeden Fall noch verwenden. Und zu guter Letzt habe ich hier noch Erfrischungsgetränk Apfelrhabarberschorle. Keine Ahnung, ob das schmeckt. Ich wollte es einfach mitnehmen. Kann ja nicht schaden, sowas dazu haben. Yes! Das war der schnelle Rewe-Haul. Ja, kleiner, ne? Und ich verräume das Ganze jetzt und dann gucken wir mal weiter. Mein Mann hat jetzt gleich Pause. Und dann bringt er mir schnell, also kommt er einmal vorbei von der Arbeit, weil der Isofix-Gedöns, wo ich die Schale reinpacke, hat er in seinem Auto und das ist ein bisschen blöd, weil ich würde gerne einkaufen fahren. Bringt er das kurz vorbei. Hi, heute ist der nächste Tag. Heute ist Dienstag. Und heute ist ein schöner Tag. Heute ist so ein schöner Tag. Ich habe schon Videos gedreht, mal wieder. Ich bin wirklich fleißig. Ich habe heute einen Geldsegen bekommen. Und zwar habe ich ja super viel, das wisst ihr alles nicht. Ich habe hier Heizung neu gemacht und Fenster, Türen und alles. Und heute kam endlich die Förderung und ich habe wieder einiges an Geld dafür wiederbekommen. Da freue ich mich. Ich konnte jetzt ein bisschen Teil meines Kredits abbezahlen. Bei meinem Bruder hatte ich noch ein ganz bisschen Schulden, das habe ich gerade bezahlt. Einfach schön und das freut mich sehr. Genau, Geld für den Dachdecker beiseite gelegt, weil ich brauche noch einen Dachdecker für ein Part bei den Fenstern. Da muss ich mich bald drum kümmern und jetzt kam gerade ein Paket und das zeige ich euch. Wenn der Kleine jetzt nicht gleich, ich glaube, der kriegt jetzt gerade Hunger. Ich gucke mal, ob ich es euch gerade gezeigt kriege. Und zwar, weshalb ich bestellt habe, ich habe beim Busi-Shop bestellt. Der ist ja in den Niederlanden
Und zwar, weil ich da diese Palette hier gesehen habe. Oh nein, er wird. Ja, ich mache erst das Fläschchen und dann zeige ich euch das Ganze. So, der kleine Spatz ist gefüttert. Dann kann ich es euch jetzt endlich zeigen. Also, im Busi-Shop habe ich bestellt. Und zwar, weil normalerweise bestelle ich Glam Light eigentlich immer über Monolith. Aber da gibt es diese Kollektion noch nicht und ich bin absoluter Horror-Fan und ich habe bis jetzt jede Horror-Kollektion, also auf jeden Fall jede Lidschattenpalette, die die rausgebracht haben, und die fehlt mir noch, die zweite Chucky-Kollektion, Good Guys. Und genau, die gab es da und habe ich natürlich zugeschlagen, weil die brauche ich. Ich brauche es einfach, das sind für mich einfach Sammlungsgründe. Genau, so sieht die von innen aus und wartet, das sind die Farben. Ist endlich mal so eine bisschen buntere Horror-Kollektion, aber jetzt auch nicht. Also ich sag mal so, wäre das jetzt kein Horror-Aspekt dabei, dann hätte ich sie mir nicht gekauft. Also ich finde sie jetzt nicht super krass, aber es ist halt, wie gesagt, für mich ein Sammlungsstück. Weil das jetzt noch eine Chucky-Palette ist, musste ich die einfach haben. Und jetzt ist sie in meiner Sammlung, da freue ich mich. Und dann durfte noch ein bisschen was mit, weil ich musste auch auf Versandkosten kommen, sonst macht das ja alles gar keinen Sinn. Und zwar habe ich von NYX zwei dieser Buttermelt Blushes. Einmal diesen hier und einmal den hier. Genau. Die beiden Töne habe ich genommen und dazu den dazugehörigen Pinsel, den man dafür nutzen soll. Genau. Und dann gab es noch gratis vom Busi Shop ein Setting Powder dazu. Ja. Freue ich mich, die Sachen auszuprobieren. Das werden wir sicherlich zusammen mal machen. Und ja, so viel dazu. Oh, ich bin irgendwie voll kaputt. Ich muss jetzt gleich erstmal. Oh, ich bin müde, tut mir leid. Ja, ich kümmere mich jetzt gleich erstmal um meinen kleinen Spatz. Der ist gerade gut drauf, nachdem er jetzt gerade Futter hatte. Und dann muss ich ein bisschen aufräumen, noch ein paar Telefonate führen, weil ich muss Termine mit Kindergärten machen. Damit wir für den kleinen Spatz nächstes Jahr auch einen Kindergarten haben. Und da rufe ich jetzt gleich an. Ja, damit fange ich erstmal an heute. Ein bisschen was Organisatorisches, mich ein bisschen jetzt um den Kleinen kümmern. Jo. Und ja, dann auch schon gar nicht mehr so lange hin, bis ich wieder kochen muss, bis dann mein Mann kommt. Dann soll heute noch die Glossy Box kommen. Und da drehe ich natürlich ein Unboxing, was heute auch direkt online kommen soll, wenn die auch ankommt. Genau, deswegen, ich habe heute noch ein bisschen was zu tun. Deswegen mache ich jetzt mal vorwärts. Hallo, heute ist schon, ich glaube, das letzte Mal habe ich am Montag gevloggt, wo ich den Einkauf ausgepackt habe. Und heute ist einfach schon Donnerstag. Es ist nicht so viel Spannendes passiert. Der Kleine zahnt halt gerade schon. Der ist ja gerade mal, er wird nächste Woche genau 3 Monate alt und er zahnt halt schon. Ist halt nicht so gut zufrieden, deswegen muss ich ihn viel betüddeln. Ja, jetzt liegt er gerade neben mir, jetzt müssen wir noch mal erzählen. Oh Leute, es ist so viel los. Gestern Nacht hat es hier in unserem Ort so geregnet. Ich dachte nie, dass das bei uns passieren würde, aber der Keller ist vollgelaufen. An manchen Stellen ist es hingelaufen, Gott sei Dank nicht da, wo hier schon renoviert wurde im Haus. Das ist das Gute daran. Aber es ist trotzdem ärgerlich. Ja, jetzt haben wir noch mal gerade die Dachrinnen sauer gemacht und ein paar Kellerschächte oder hier diese, ja, die, wo das Wasser abläuft. Oh Gott, ich keine Ahnung. Das haben wir gerade ein bisschen sauber gemacht, müssen wir aber noch mehr machen. Ich bin schon dabei, Wäsche zu waschen, weil davon super viel nass geworden ist im Keller und nicht, dass das jetzt schimmelt. Ja, also Action. Wir haben wieder gut was zu tun. Und dabei habe ich eh zu tun, weil hier wieder Chaos ist. Ja, und Leute, ich habe mal eine Frage. Vielleicht ist ja jemand von euch auch schon Mutti oder so und kann mir das vielleicht in die Kommentare schreiben oder so, weil ich habe jetzt das erste Mal, also mein Sohn ist im Mai geboren und jetzt im August, also ziemlich 3 Monate später halt fast, habe ich jetzt das erste Mal meine Tage wieder bekommen. Also ich hatte einen Kaiserschnitt, genau, habe meine Tage bekommen. Jetzt und Alter, ich blute aus. So heftig blute ich. Das hatte ich vorher nie. Also wirklich. Das ist so extrem. Also heute ist der. Ja, heute ist der zweite Tag mit meiner Periode. Genau. Und
Ich weiß nicht, woran das liegt, ob es vielleicht auch daran liegt, dass ich jetzt, wie gesagt, die Pille ja jetzt aktuell nicht nehme, weil das kann ich auch nicht genau sagen, da ich immer sofort schwanger geworden bin. Ich kann das also nicht beurteilen. Sofort, als die Pille abgesetzt hatte, war ich schwanger. Ich hatte halt eine Fehlgeburt. Und sobald ich dann wieder nach der Ausschabung schwanger werden konnte, bin ich schwanger geworden. Deswegen kann ich das nicht so genau beurteilen. Genau, jetzt habe ich meine Tage und... What the fuck, Alter. So oft... Ich laufe ständig aus und es ist jetzt nicht so... Also ich habe einen Tampon, so ist es nicht, aber... Ich kann gefühlt jede Stunde auf Klo gehen und den wechseln. Das ist doch nicht normal, oder? Sagt mir bitte, das ist nicht normal, weil das ist ja übelst Abfuck. Also ich meine, früher musste ich das definitiv nicht, da konnte ich mich drauf verlassen. Jetzt kannst du ja gefühlt noch nicht mal irgendwo hingehen. Also ich habe jetzt gerade Tampon, also an alle Mädels, ne, sorry an alle. Ich wollte das gar nicht hören, aber ich check das halt nicht. Ich habe einen Tampon und eine Binde und trotzdem saue ich mir alles eingefühlt. Ich glaube, jetzt ist wirklich so der Moment gekommen, wo ich an Periodenunterwäsche denke, dass ich mir wirklich welche hole, noch zusätzlich, damit ich mir hier einen Schlüppi einsaue. Oh Leute, ich sag's euch, was ist das denn? Wenn das einer von euch weiß oder sowas hatte oder so, schreibt es mir bitte rein, weil ich weiß nicht, ob das normal ist, keine Ahnung. Und guckt euch das an, ich kriege hier so einen fetten Pickel. Fuckt mich richtig ab. Und an einer Lippe. Alter, an den Lippen sind Pickel halt immer am schlimmsten, weil die tun das so übel weh. Man kann die ganz schlecht ausquetschen und es ist einfach scheiße. Ja, so viel zu dem Thema. Und oh, ich bin ein bisschen müde, weil wie gesagt, das ist in der Nacht passiert mit dem Regen. Und dann waren wir natürlich komplett wach. Es war hier im ganzen Ort so bei allen fast, dass alles zu vollgelaufen ist. Ja. Super ärgerlich, aber es ist, wie es ist. Und ich versuche heute noch ein bisschen zu vloggen, aber ich mache heute gar nicht viel. Ich werde jetzt heute, ich schminke mich heute noch nicht, also ich werde vielleicht morgen wieder ein Video drehen, heute nicht mehr. Ich werde heute auch keins schneiden. Ich habe mir momentan echt viele Sachen hochgeladen. Aber jetzt muss ich mal gerade ein paar Pause machen, weil ich muss zusehen, dass ich hier ein bisschen klar Chef mache und. Und wie gesagt, sehr viel Wäsche heute waschen und so ein Scheiß. Weil ich musste auch alles mit Handtüchern auslegen und die sind natürlich alle komplett nass und die wasche ich jetzt alle nach und nach. Top. Hello. Auch lustig, wie ich einfach jeden Tag nur schaffe, eine Sequenz zu filmen. Heute ist Samstag und ich wollte euch nur kurz was zeigen. Und zwar kam gerade eine Bestellung an, beziehungsweise zwei Bestellungen und vielleicht kommt noch eine, wenn ich Glück habe. Und zwar habt ihr vielleicht mein Glossybox-Unboxing gesehen und da gab es einen Gutschein drin für eine Nagelfolie gratis. Okay, jetzt fahren die Autos wieder ein bisschen übertrieben hier lang. Genau, für eine Nagelfolie gratis. Was ich aber nicht gesehen hatte, also ich wusste, okay, Versandkosten muss man selber tragen. Ich hatte aber nicht gesehen, dass man eigentlich einen 20 Euro Bestellwert braucht. Das war jetzt geil. Ich habe also bin auf die Seite gegangen, wollte diesen Toni haben, gelb. Und trotzdem ist der, also ging das mit dem Rabattcode, da stand dann einfach nur Versandkosten 4 Euro irgendwas. Habe ich bestellt. Dann irgendwie war ich mir aber nicht sicher, ob es geklappt hatte. Dann habe ich nochmal auf Bestellen gerückt. Also eigentlich müsste das hier noch einmal kommen, weil ich habe das im Grunde zweimal für nur die Versandkosten bezahlt. Und dann habe ich im Nachhinein gesehen, dass man für 20 Euro Mindestbestellwert eigentlich kaufen muss. Und dann war ich mir sicher, nicht sicher, ob das jetzt überhaupt alles klappt. Dann habe ich einfach nochmal zwei Stück genommen und da dann einmal abgezogen. Die sind auch angekommen. Das heißt, hier habe ich nur eine bezahlt und die Versandkosten. Und hier habe ich nur die Versandkosten bezahlt. Und mal gucken, ob noch das andere ankommt. Also ich habe ein bisschen gecheatet, aber ist ja egal. Hat geklappt, ist ganz geil. Ich habe also im Grunde nicht so viel dafür bezahlt. Freut mich. Und habe jetzt richtig schöne Farben. Ich finde die richtig, richtig schön. Ja. Jetzt gerade habe ich übrigens... Wartet. Komm, fokussier mal. Hallo. Ja, nice. Es will gerade nicht so, wie ich es will. Hallo. Jetzt? Ach, keine Ahnung, ob ihr das sehen könnt. Auf jeden Fall sind die so marmoriert mit Pink, Lila, Blau, Gelb, irgendwie so. Das sind keine Gelfolien, sondern ganz normale, aber auch von Manifix. Und da habe ich jetzt einfach so einen UV-Topcoat drauf gemacht. Jetzt hält das auch viel besser, was eigentlich auch ganz geil ist. Finde die richtig, richtig schön. Die halten jetzt auf jeden Fall schon eine Woche mit dem Topcoat drauf. Und ja.
schön. Ich liebe Nagelfolien, das ist mein neues Ding geworden. Also dabei bleibe ich auch definitiv hängen. Ich finde das super cool, super entspannt, super leicht zu machen. Das mache ich dann einfach abends mal, während ich Fernsehen gucke oder so. Das ist super cool. Yes. Und jetzt hat der Kleine wieder hier Aufmerksamkeitsprobleme. Oh, ich komme so vor, immer wenn ich filme. Immer, ne? genau. Und jetzt muss ich jetzt gleich noch ein bisschen weiter aufräumen. Meine Haare, ich war gerade duschen. Muss Haare noch machen, muss mich schminken. Und dann bekommen wir heute Besuch für einen Spieleabend. Und da freuen wir uns auch schon drauf. Nee, hier. Nimm dein Schnulli. So, jetzt ist wieder gut. Genau, deswegen muss ich jetzt gleich noch hier ein bisschen was fertig machen und wie gesagt mich fertig machen und das werde ich jetzt tun. Und morgen ist dann Schnittmarathon. Achso, und morgen kriege ich Besuch von einer Freundin und von ihr eine Freundin, weil die heiratet bald und die hatte wohl einen Termin zum Schminken, also ein Probeschminken für die Hochzeit, 60 Euro dafür gezahlt und sah nicht so gut aus. Also sah wirklich nicht so gut aus. Sie sah irgendwie so ein bisschen aus wie eine Manga-Figur, das Bild, was ich gesehen habe. Weiß ich nicht. Ja. Und meine Freundin weiß, dass ich schminken kann, dass ich das auch gelernt habe. Ich bin ja gelernte Visagistin unter anderem. Und dementsprechend werde ich die morgen einfach so einmal probeschminken, dass sie das sehen kann, wie das aussieht. Und wenn ihr das gefällt, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, dann werde ich sie zu ihrer Hochzeit dann schminken, bekomme dann ein bisschen was für. Genau. So sieht's aus. Das steht also morgen auch noch an. Und dann werde ich morgen so gut wie nur Videos schneiden, weil ich habe noch 4 Videos in petto. Und muss ich mal schneiden. Jetzt die letzten 2 Tage habe ich ja nichts hochgeladen, weil ich viel zu tun hatte. Ja, jetzt kommt gleich mein Mann wieder. Der war mit dem Kleinen weg, damit wir ein bisschen entspannt hier arbeiten können. Oskar, kannst du das bitte nicht hier auf dem Sofa machen? Geh mal runter. Und der kommt gleich mit dem Kleinen wieder. Dann mache ich Essen. Ich habe nämlich so Hunger. Ich habe noch nichts gegessen, außer so eine Mini-Möhre. Ja, deswegen freue ich mich aufs Essen. Bei uns gibt es selbstgemachten deutschen Döner. Den hat mein Opa, sage ich mal, fast erfunden. Also nicht nur fast, also der ist es sein Rezept. Und das schmeckt ganz geil. Das ist ein bisschen anders als Döner, aber es ist geil. Auf eine andere Art und Weise. Das mache ich und dann wird ganz viel geschnitten, weil ich habe recht viele Videos noch, die ich schneiden muss. Das werde ich auf jeden Fall machen. Genau. Und dann, ja, es ist halt ein typischer Sonntag, es steht nichts Krasses an. Vielleicht nachher nochmal Skischern. Und ich höre auch gerade, er kommt gerade wieder. Ja, das ist so der Plan für heute. Mal gucken, was sonst so noch weiter ansteht. Hi, heute am... ich habe eben schon geblockt, ne? Ah, nee, ich habe noch nichts erzählt. Heute ist Dienstag und ihr seht, ich habe mich fertig gemacht. Und ich war gerade mit dem Kleinen bei Rossmann. Ich brauchte nämlich neue Milch für ihn. Da nehmen wir immer... also nee, nicht immer. Diese oder die von DM Eigenmarke. Die von DM lieber tatsächlich. Aber Rossmann ist jetzt einfach näher gerade dran gewesen und ich weiß immer nicht momentan, wie gut er drauf ist. Er ist ja ein super einfaches Baby, sag ich mal, aber er zahnt halt momentan und ich möchte dann auch nicht noch mit ihm rumkutschieren, wenn er halt dann richtig schlecht drauf ist. Es ging jetzt tatsächlich gut, deswegen habe ich die mitgenommen. Also wir nehmen immer die Einser und meistens eigentlich die von der. Ja. Dann haben wir noch Betteinlagen gekauft, einfach zum Drunterpacken, dass die Matratzen nicht
ja, voller Pipi nachher sind, wenn mal was auslaufen sollte. Habe ich die einfach mal mitgenommen. Dann hatte ich hier für einen 2-Euro-Coupon. Das sind noch die Windeln von Hip. Die Zweier. Wir haben immer noch Zweier. Was steht da eigentlich drauf? 4 bis 8 Kilo. Okay, er wiegt jetzt 6,5 Kilo in etwa. Boah, er ist schon Brocken, ne? Er wird erst in zwei Tagen, wird er 3 Monate. Er ist aber nicht dick, ne? Also er ist auch wirklich groß. Ziemlich groß. Er war schon von Geburt an groß und auch dadurch ein bisschen schwerer. Aber er ist wirklich 0,0 dick. Dann habe ich noch Feuchttücher, eine Packung von Hip mitgenommen. Genau, die Milch dreimal, falls ich das nicht gesagt habe. Dann habe ich das gesehen. Ich habe immer ein Escape-Game eigentlich hier, so ein Exit-Game. Und das letzte haben wir jetzt gerade mit Freunden, von denen hatte ich auch 15 Euro Gutschein, noch für den Kleinen. Und da haben wir uns jetzt dieses hier, also ich habe das gekauft, ich habe das gesehen, das ist so ein großes. Ich muss mir das mal angucken, da steht drauf, das zweiteilige Abenteuer in einer Box. Also scheinbar zwei Escape-Games in einem, so wie ich das verstehe. Ja, bin ich gespannt. Level fortgeschritten. Genau, wir hatten nämlich jetzt gerade eins, das mit Amsterdam. Das hatten wir da und ganz zufällig haben sie genau das noch nicht gespielt gehabt, was wir da hatten, weil die haben schon fast alles gespielt, wir halt noch nicht so. Ja, und jetzt habe ich das mitgenommen. Dachte, ist cooler als ein einzelnes. Habe ich die große Box mitgenommen und dann noch so ein bisschen Kleinkram. Habe mir einmal hier so ein Schleifchen mitgenommen, damit ich meine Haare wegmachen kann, wenn ich zum Beispiel eine Maske mache oder so. Weil, oder für abends, ich lege mir das dann dahin, dass ich die Haare weg habe, dass ich mich richtig schön eincremen kann und so. Und die fand ich gerade ganz süß. Die ist von For Your Beauty. Das war auch die letzte in diesem schönen Fliederton. Die gab es jetzt da noch in Rot und in so einem dunklen Grün. Und dann habe ich so ein bisschen Beauty-Kram mitgenommen, was ich mal wieder aufstocken wollte. Und zwar wollte ich einfach so ein paar Ampullen wieder aufstocken. Und wenn ich das selber kaufe, kaufe ich mir nicht diese absolut verrückt teuren von Barbour oder so. Wenn ich die da habe, finde ich es cool. Ich habe auch noch welche da, aber ja, ich habe jetzt mal ein paar von der Drogerie aufgestockt. Einmal von Isana Beauty Konzentrat Vitamin C. Das sind diese hier. Dann habe ich Isana Konzentrat Anti-Falten Power. Diese hier mit Vitamin E und Q10. Weil auch ich bin schon ein bisschen älter. Also älter als, keine Ahnung, ich bin nicht mehr Mitte 20, bin schon Ende 20, bin 28. Und auch ich kriege hier Fältchen. Und warum nicht? Kann man ein bisschen entgegenwirken. Dann Isana Konzentrat Express Lift. Die sind noch mitgenommen. Ich wollte einfach mal ein paar ausprobieren. Ich nutze halt einfach ganz gerne abends, mache ich sowas ganz gerne, dann Isana Lifting Konzentrat Hyaluron Intense. Isana Pflegekapseln Anti-Age. Von diesen Kapseln bin ich eigentlich so begeistert, aber ich wollte sie gerne mal testen nochmal. Dann von Schäbens habe ich hier den Beauty Shot, die Beauty Shot Ampulle. Und zu guter Letzt habe ich diese hier noch gesehen, Diadermin Lift Plus Sofort Effekt Glow Kapseln. Ja, auf dass ich wieder ganz fresh aussehe. Und gut gestylt bin. Ja, so viel dazu. Das war der kleine und feine Einkauf. War trotzdem teuer genug. Also ohne Coupons und Gutschein war ich bei 77 Euro dafür. Also ja, naja, das ist so. Ich habe bei Windeln und Babynahrung und so, obwohl das schon die günstige ist, kommt man halt auf solche Preise. Und dann natürlich solche Ampullen sind auch in der Drogerie nicht unbedingt super günstig. Ja, so viel dazu. Und was steht jetzt heute an? Wie viel Uhr haben wir es überhaupt? 12.16 Uhr. Okay, krass. Boah, die Zeit geht so schnell rum. Obwohl man halt zu Hause ist. Aber dann wickelt man hier den Kleinen, dann füttert man da den Kleinen, dann macht man ganz kurz was und dann ist, zack, musst du ihn schon wieder fast wickeln und ihm was zu trinken geben, weil die Zeit so schnell rumgeht. Das ist echt krass, gerade mit Baby halt. Man schafft halt logischerweise nicht so viel. Aber ich habe es da eigentlich noch ganz gut mit ihm, wie gesagt. Ja, mein Mann kommt heute so gegen 3:30 nach Hause. Deswegen würde ich mal schauen, dass ich gleich noch ein bisschen was geschafft kriege. Ich hoffe, er schläft gleich. Dass ich jetzt zumindest Geschirrspüle ein- und ausräume oder aus- und einräume, so rum. Hier steht noch ein Wäschekorb, dass ich das falte. Ja. Mal gucken, ob ich vielleicht sogar noch ein Fenster schaffe, das weiß ich nicht, weil ich muss ja dann auch irgendwann schon wieder anfangen zu kochen. Heute gibt es bei uns, wir hatten noch Cordon Bleu eingefroren
Und Salat muss noch weg. Gestern gab es auch schon ein bisschen Salat dazu. Und genau. Ich habe jetzt Cordon Bleu aufgetaut. Und dann gibt es einfach einen Salat dazu. Ganz einfach heute, entspannt. Aber wie gesagt, ein paar Reste müssen noch weg, weil sonst wird langsam der Salat schlecht. Ja. Genau, so viel dazu. So, ihr Lieben, ich werde jetzt die Sachen wegpacken und hoffen, dass ich noch ein bisschen was heute geschafft kriege. Hallo! Heute ist Mittwoch. Ich habe mich gerade fertig gemacht, beziehungsweise ein Get Ready With Me auch gedreht. Und ja, ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus, der Look. I like. Und ja, ich fühle den gerade. Ich fühle gerade das Lila. Ich habe in letzter Zeit selten das Lila benutzt und jetzt gefällt mir das sehr gut. Jetzt habe ich alle Sachen beiseite geräumt. Die Kamera ist nämlich fast leer. Ich habe ja eigentlich noch was zu drehen, aber das mache ich dann später oder morgen, weiß ich noch nicht. Das, wo man mich sieht in dem Video, das habe ich gerade abgedreht, aber der Rest, das ist egal. Das kann ich auch machen, wenn ich nicht geschminkt bin oder im Schlafanzug sitze, ist egal. Ja, aber wir sind ein Video schon gedreht und jetzt werde ich den Kleinen gleich schnappen, der pennt gerade nebenan. Und dann gehen wir wieder runter. Dann werde ich auch langsam schon mal ein paar Sachen packen, mich komplett anziehen, weil ich habe bis jetzt nur Oberteil an und eine chillige Hose. Hm. Genau, ich treffe mich nämlich gleich mit einer Freundin bzw. einer Arbeitskollegin mit ihrem Kind und meinem Kind. Und dann quatschen wir ein bisschen, essen eine Kleinigkeit, ja. Genau. Das ist der Plan für heute. Ansonsten steht dann nichts an. Das ist halt heute das Große, was stattfindet. Nachher vielleicht ein bisschen entspannen und ein bisschen das Haus weiter aufräumen, Haushalt machen, so ein Gedöns. Genau. Irgendwie das Wetter ist heute so, weiß ich noch nicht. Kann sich, glaube ich, auch noch nicht so ganz entscheiden, ob es schön sein will oder nicht so. Yes. Was wollte ich noch erzählen? Ja, keine Ahnung. Da steht jetzt einige Termine nächste Woche an. Der Kleine muss zum Kinderarzt, also ganz normale Untersuchung. Dann habe ich einen Termin, der für mich, auf den ich sehr viel Vorfreude habe. Da kann ich jetzt leider gar nichts zu sagen. Das gehört hier, glaube ich, nicht so hin. Aber es ist auf jeden Fall, vielleicht irgendwann kann ich davon berichten. Es ist auf jeden Fall was, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und was mich ein Stück weiterbringt in meinem Vorhaben. Es ist nicht, eigentlich nicht so sonderlich privat, sondern mehr in beruflicher Hinsicht, wenn man so sagen kann. Ja, genau, mehr zu sage ich dazu aber nicht, aber da geht bald was voran, das finde ich gut. Und dann, ja, warte ich eigentlich diese Woche oder nächste Woche eigentlich auf einen Anruf oder auf eine E-Mail. Keine Ahnung, wie sich bei mir gemeldet wird. Aber ich hatte im letzten Wochenblog hier erzählt, dass ich so eine Art Casting hatte, so ein Interview. Und eigentlich hatte ich danach auch berichtet, wie es war. Nur irgendwie ist diese Datei einfach weg. I don't know, was passiert ist. Sie ist einfach weg gewesen. Ja, kann ich ganz grob hier nochmal sagen, es waren wohl doch ein paar mehr, als ich dachte, die noch zu diesem Interview eingeladen sind. Wahrscheinlich nicht, keine Ahnung, Tausende, aber schon ein paar mehr. Deswegen mal gucken, ob ich dabei bin. Ich hoffe es natürlich. Mir wurde gesagt, dass ich Ende August vermutlich davon erfahren werde, ob ich dabei bin oder nicht. Muss eigentlich auch, weil das Ganze findet halt schon Ende September, Anfang Oktober finden die Dreharbeiten statt. Und man soll halt vorher schon Bescheid geben, welche Kategorie man dann bekommt und was für Kategorien noch da sind. Und das ist ja nicht mehr allzu lang hin. Deswegen müsste ich halt eigentlich diese oder nächste Woche endlich Bescheid kriegen. Und ich bin echt aufgeregt. Ich wünsche mir so sehr, dass ich dabei bin. Ich hoffe, es hat geklappt. Wenn nicht, dann ist es so. Aber wäre natürlich toll, wenn ich dabei wäre. Genau, aber auch da werde ich euch natürlich, sobald ich das weiß, berichten. Ja, und ansonsten muss ich noch super viel erledigen. Jetzt bald stehen die ganzen Kita-Besichtigungen an, zu denen ich muss. Ich habe schon zwei Termine. Einen muss ich noch machen, dann höre ich mir das alles an, gucke ich mir das an. Meine Erstwahl ist der Kindergarten, wo ich auch war. Und da habe ich am 2. September einen Termin, genau. Am 3. September geht der Kurs mit dem Kleinen los, dieser Fitnesskurs, den ich besuche. Also es ist viel. Ich muss auch noch einen Handwerker anrufen, also einen Dachdecker. Der muss hier ein bisschen was machen. Dann noch ein Angebot für so ein Velux-Fenster. Das möchte ich gerne vergrößern lassen.
Steht eigentlich noch voll viel auf dem Terminplan, aber ich kann halt nicht alles auf einmal machen. Gerade mit dem Kind ist man ja nun mal ein bisschen gebundener und schafft halt nicht so viel, logischerweise. Was ja vollkommen okay ist. Deswegen muss ich das jetzt alles mal ein bisschen anders gucken, wann ich was mache. Aber nächste Woche sind erstmal ein paar Termine, die hake ich erstmal ab, dann mache ich das nächste. Genau. Und es steht noch theoretisch viel, viel mehr an. Ich muss mich auch langsam mal darum kümmern, dass ich mal einmal mein Auto so richtig sauber mache. Dann damit mal irgendwo hinfahre und gucke, was das noch geben wird. Was heißt noch? Das ist, dieses Jahr wird es 2 Jahre alt, das Auto. Ich habe Fiat 500. Das war ja damals nicht geplant, dass ich ein Kind haben möchte. Jetzt habe ich eins und war ja auch gewollt jetzt letztendlich. Aber davor war es halt noch nicht gewollt. Konnte ich mir nicht für mich vorstellen. Jetzt konnte ich es mir doch vorstellen, erst da. Und ein zweites, hätten wir auch gerne. Genau. Und mit Fiat 500 ist es machbar, aber es ist scheiße. Ich kriege den Kinderwagen nicht rein. Ich kriege die Babyschale gerade so hinten rein. Das ist halt alles ein bisschen umständlich. Deswegen möchte ich mein Auto schon wieder verkaufen und mir ein neues holen. Und zwar eigentlich einen recht großen, vielleicht so ein VW Caddy oder sowas. Das wäre mein Traum. Ja, also mein Traum. Das hört sich an, als wäre es ein Traumauto. Aber für so Family-Auto mit Hunden und so ist das, glaube ich, ein ganz gutes Auto. Ja, da muss ich dann auch mal demnächst mich drum kümmern. Oh mein Gott, Leute, ne? Ich habe gerade ein Video gefilmt, weil... Oh, muss ich jetzt mal anfangen. Also eigentlich habe ich einen Adventskalender bestellt. Und der sollte eigentlich Samstag kommen. Und dann dachte ich, ja, perfekt, dann muss ich heute nichts machen. Ich wollte heute nur Videos schneiden, aufräumen, mich um den Kleinen kümmern, mehr nicht. Jetzt kam der Kalender heute und natürlich will ich es dann sofort abdrehen, damit es relativ schnell online ist. Ja, jetzt habe ich gerade das Video gedreht, mich schnell geschminkt halt, Video gedreht. Und der kleine Mann, der da hinten liegt, der wollte mich echt verarschen. Jetzt. Ja, genau du. So süß, der Kleine, ne? Ich meine, es ist alles gut, ne? Ich habe ein Kind, da kann man halt nicht immer so, wie man möchte. Aber eben gerade, ich dachte, ihr wärt nicht mehr. Wirklich, die ganze Zeit war ja ruhig. Und dann wollte ich kurz dieses Video drehen, was ja auch wirklich nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, mal eben so 24 Türchen aufzumachen. Also es ist jetzt nicht so viel Drehzeit. Und er hat einfach die ganze Zeit, wenn ich nichts gemacht habe, ich habe dann hier gewartet und geguckt, ob es jetzt wieder geht, hat ihn halt beruhigt und alles. Dann war alles ruhig. Ich mache die Kamera an und es geht los. Also Leute, es ging ja die ganze Zeit so, ich bin immer wieder hingeflitzt, dann war wieder alles gut, dann habe ich ihn zwischendurch gewickelt, alles gemacht zwischendurch. Ja, es gibt sehr viele Katzen im Video. Aber es ist halb so wild. Aber ich dachte wirklich, er verarscht mich. Und jetzt gerade, wo ich fertig bin, ist er wieder so ruhig. Er ist so ruhig gewesen wieder. Also, ja, er möchte mir sagen, Mama, sieh zu. Ich habe Hunger oder keine Gesundheit. Oder ich will Bespaßung. Kriegt er jetzt auch gleich. Ich muss nur jetzt gleich kochen, aber sein Papa kommt jeden Moment. Und ja, ich muss jetzt was kochen gleich. Deswegen gehe ich jetzt, schnappe ich mir den Kleinen mit runter. Und dann gebe ich ihm vielleicht erst so ein schönes Fläschchen und dann koche ich noch was. Genau, der kleine Süßspatz, ne? Ja, heute hast du ganz schön viel zu erzählen irgendwie. Der ist mal den ganzen Tag am Brabbeln. Total süß.